So, ihr Lieben. Kurzer Cut an der Stelle. Ich habe ja gesagt, dass wir mal schauen müssen, wie das hier mit diesen ganzen Türen ist. Offenbar können wir die Türen jetzt wieder öffnen. Ich frage mich halt nur, das ist ja jetzt... Ist es jetzt der Raum, zu dem wir wollten? Ich habe mir das jetzt leider nicht nochmal so richtig angeschaut. Weil ich ja meinte... Oh. Müssen wir hier hin? Auf alle Fälle aktiviert sich hier noch etwas. Oder sind das einfach nochmal die gleichen? Kann das sein? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, wir sind ja geübt darin, Skytrooper zu töten. Insofern ist das schon mal kein Problem. Ich frage mich ja manchmal, wenn man das ein paar Mal macht, ob man dann unendlich Credits farmen könnte. Rein theoretisch. Oh, oh shit. Oh, holy moly. Oh, holy moly. Alles klar. Ja. Ja. Hallo? Nein. Hier kommen wir offenbar nicht lang. Nein. Nein, nein, hier kommen wir nicht lang. Oder muss ich hier oben irgendwas aktivieren? Nein. Nein. Schade. Oder vielleicht da lang? Nein. Wir müssen schon da durch die Tür. Aber die Tür lässt uns nicht. Ha, das ist knifflig. Ich dachte, wir müssten irgendwie hier rein. Hä? Hallo? Achso, jetzt wieder hier durch den Tunnel. Leute, das ist ja ein Labyrinth. Wirklich. Eine Mausefalle hoch 10. Wir gehen mal hier rein. Ich dachte, irgendwo gäbe es ein Lore-Objekt. Irgendeiner hatte geschrieben, dass es ihm ähnlich ergangen sei. War das das hier? Das war das doch. Aber jetzt haben wir... Search the Battlecruiser for useful technology. Ja, aber... Aber das war der doch, oder? Das, ich glaube, das war der. Aber hier steht auch keine Kiste rum. Boah, ich bin so froh, dass wir das Lore-Objekt gefunden haben. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt, ihr Lieben. Ich hoffe, ich hoffe, es stört euch. Ich hoffe, es stört euch. Ich hoffe, es stört euch. Und ihr könnt euer Unbehagen gern in Briefform an meine Adresse schicken. Das ist die Dorfstraße 12 in... in Karlsbad, genau. So, Prototype EMP Grenade. Die hatten wir doch schon. Oder? Nicht? Ich bin so verwirrt. Was ist hier drin? Oha. Was war das denn komisches? Brauchen wir den Helm? Hallo? Nö. Oder Endurance und... Nö. Ach komm. Brauchen wir das? Nö. Brauchen wir das? Nö. Hm. Aber hier ist auch nichts. Da geht's... Wo geht's denn da lang? Ach, da geht's raus. Oh Gott. Oh Gott, da geht's raus. Es ist der Ausgang. Oh mein Gott. Also da geht's zur Story weiter, aber wir wollen ja nicht zur Story. Wir wollten ja schauen, ob wir hier noch irgendwo reinkommen. Aber das war die Tür, nicht? Das war diese eben jene welche Tür. Wir können ja mal schauen, ob wir mit dieser EMP-Granate irgendwas anstellen können. Ich vermute aber mal nicht. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Ich müsste das Kapitel nochmal komplett neu anfangen. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ach Mann, warum hat man das denn so gemacht? Warum hat man das so gemacht? Das ist doch wirklich bekloppt. Gerade weil hier so viel passiert, da kann es doch schnell mal sein, dass man irgendwie was vergisst. Übrigens, Leute, ich habe die Liste bei Giga Games gesehen. Giga Games. Von den Ausstellern, die zur Gamescom kommen sollen. Und ich habe BioWare irgendwie schmerzlich vermisst. Werden die anwesend sein? Weiß das jemand von euch? Ist nur eine ganz kurze Folge hier mal. Die nächsten Runden gibt es dann in der nächsten Woche. Aber wir wollen natürlich trotzdem schon mal die Story weiter vorantreiben. Denn ich hatte eigentlich vor, ein kleines Video mit BioWare zu machen, wenn ich auf der Gamescom bin. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Ich hatte ja gehofft, dass sie da vielleicht irgendwas ankündigen, wie es aussieht mit SWTOR in der Zukunft. Hallo? Hallo? Wieso? Ich stehe direkt vor dir. Wieso kannst du ihn nicht sehen? Mein lieber Scholli. Also manchmal wirklich. Da fragt man sich. So. Okay, das war's schon. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Alina ist come online, das gefällt mir. Schön, dass sie immer noch da ist.
dass es sie noch gibt, dass sie noch lebt. Oh ja, den hauen wir gut weg. Ups, das war irgendwie Quatsch jetzt. So, gehen wir jetzt gleich da rein oder gehen wir erstmal, hier gucken. Die Kapsel ist aber zu. Was ist eigentlich hier unten? Ach, das sind die Droiden, die werden hier rumgeschippert. Ah ja. So, gab es hier hinten irgendwas? Waren wir hier schon? Ah, da geht es wahrscheinlich als nächstes lang. Okay, Leute, da würde ich mal sagen, wir gehen mal in die nächste Tür rein. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Ist irgendwas im Angebot gerade? Ultimate Level Bundling und Hypercrate Gemini Packs. Klingt an sich ganz nice, ist aber extrem teuer, finde ich. Oder täusche ich mich da ein bisschen jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Was ist denn hiermit eigentlich? Ist das irgendwie cool? Ist das was, wo man sagt, das muss man haben, das braucht man? Also das hier bräuchte ich im Angebot. Ich brauche dringend ein Eclair. Die Eclair sind ja extrem teuer. Also das tut mir leid, aber da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, da hole ich mir wirklich so eine Hypercrate. Oder ich hole mir einfach jetzt schon so eine Hypercrate, so eine hier. Und verkaufe dann das ganze Zeug dort. Das hier zum Beispiel, das da. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe ja noch ein paar von dem Hutten, von den Huttenkartell-Dingern. So, und jetzt? Passiert hier irgendwas? Nö. Ist hier irgendwo noch eine Kiste? Ein Lore-Objekt? Nö. Nicht, dass wir irgendwas hier vergessen. Oh, eine Cutsequenz. So bored watching you. Has to be something better to do. Ah ja, ein Fahrstuhl. Das ist ja was ganz Neues, was ganz Einfallsreiches. Und ich vermute... Mach mal die Musik ein bisschen lauter, Leute. Oh. Ja, das können wir doch. Das hat uns Mako beigebracht. Natürlich kriegen wir den Fahrstuhl wieder zum Laufen. Oder explodiere ich? Okay, das explodiert einfach. Okay, ich lasse es einfach nur explodieren. Alles klar, Bomb. Wow! Halleluja, alles okay, Senja? Dann nichts wie raus hier. Okay. Battlecruiser Maintenance Passages. Passages? Oh oh. Was? Ich hab's doch extra. Alter, willst du mich veräppeln? Ich hab doch extra dieses komische Ding da eingesetzt. Decontamination Droid. Decontamination Droid. Attack, attack. Okay, wo ist unser Kollege hier? Hier ist er. Hallo, Probe Droid. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Ein aufgeräumtes Inventar, ihr Lieben. Es ist eine wahre Augenweide. Wiehu! Oh Gott. Decontamination Droids. Decontamination Droids. Autsch. Ich will hier nichts verlieren. Ich will nichts vergessen. Ich will nichts übersehen. Ich will einfach alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das heißt, wir schauen uns das ja auch ein bisschen in Ruhe an, Leute. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Alter, ist ja alles dunkel. Eigentlich könnte ich auch immer solche Screenshots machen, ne? Und dann so als Thumbnail das Ganze einbinden. Das wäre eigentlich auch ziemlich nice. Und immer so meinen Charakter drüber legen. So, bam, hier ist Arcesius. And he's right in the tunnel. In the tunnel. Ba, ba, ba. Ba, da. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas übersehen? Ah, Lore-Anträge irgendwo? Hm. Sieht aber schon nice aus. Ehrlich, Schwede, Leute. Sowas mal nachbauen irgendwie. Ob in Minecraft oder meinetwegen auch mit Lego. Was, man kann mit Lego so viele geile Sachen bauen. Boah, gerade sowas hier. Das wäre einfach der Hammer. So, Leute, ich heil mal ganz kurz. Das wäre nicht ganz schlecht. Oder was sagst du, Senja? Wäre schon ganz praktisch, oder? Ah, ich glaube auch. Ich muss mal den neuen Charakter hochleveln. Dann habe ich noch mehr Bass. Mehr Bass sind immer gut. Battlecruiser Supply! Okay, ich bin da. Und jetzt? Hallo? Ah. Wir müssen irgendwie dahin. Rendezvous mit Lana. Ach so, ich verstehe. Nein! Nein! Was? Complete? Wie complete? Oh Gott. Oh nein!
Alles klar, ciao. Ready to fight. Das ging so ein bisschen ins Leere. Au! Autsch! Ah, Herrgott, noch eins! Was activating Skytroopers? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay, warte, den schubsen wir zu ihm hier. Zum Big Boss. Oh Gott, Senja! Oh, oh. Oh, oh, Senja. Bleib mir ja am Leben, Mensch. Mädel. Komm schon, Senja. Komm schon, Senja. Ja. Ja. Immer schön draufhauen, Senja. Genau. Du machst es absolut goldrichtig. So, komm, jetzt hauen wir ihn. Jetzt machen wir ihn richtig platt. Oh, yes. Oh, yes, baby. Come on. What do you want from me, huh? I'm Arkeezis, the bounty hunter. The mightiest bounty hunter the galaxy has ever seen. And you will bow only to me. Oh, was das cool ist. Nichts, was wir gebrauchen könnten, aber schöne viele Credits. Und das ist schon mal viel wert. Wow, das war ein harter Brocken, dieser Dude. Oh yes, look at him. Look at his might. Because I'm Arkeezis, the bounty hunter. Oh yes. Oh yes. Okay, ist schon ein cooles Bild, ne? Also, sieht schon sehr beeindruckend aus. Aber trotzdem seine lockere Art, sein Nein, da geht's nicht lang. Ja. Und tschüss. Das war ja einfach. Da kommen Sachen raus. Ja. Time for justice. Ja, Senja, kannst du mal mithelfen, bitte? Wäre ganz cool. Oh Gott, Leute. Muss ich das jetzt an den ganzen Gang machen? Alles klar, ciao. Ja, natürlich. Wie viele noch? Komm, zwei noch. Too far away. Natürlich, das ist zu weit weg, um mit meinem Blaster dagegen anzukämpfen. Ah, Decontamination, Decontamination. Als ob die das... Die reparieren das. Ich fasse es nicht. Ich bin tot. Was? What? What? Ich bin gestorben. Wieso bin ich gestorben? Wie kann denn sowas passieren? Ich bin the almightiest. Das kommt davon, wenn man zu stolz ist. Wenn man zu arrogant ist, dann passiert genau das. Nein!